Warum gibt es eigentlich Judenhass, Judenverfolgung, Antisemitismus und erweitert muss man fragen, warum gibt es eigentlich auch Christenverfolgung? Warum gibt es keine Verfolgung von Moslems, Buddhisten und Hinduisten? Der erste Teil der Antwort ist allgemein. Der Hass der Menschen auf die Juden und auch auf die Christen ist letztlich der Hass auf Gott, an den sowohl die Juden als auch die Christen glauben. Letztlich glauben die Juden und Christen an denselben wahren, lebendigen Gott, auch wenn es da heilsgeschichtliche Unterschiede gibt. Aber der von Gott abgefallene, sündige Mensch projiziert seinen Hass auf Gott, auf die Menschen, die an diesen Gott glauben und sich zu ihm bekennen. Dieses Prinzip erklärt Jesus Christus selbst. Zweitens, warum gibt es noch explizit einen Judenhass? Die Grundursache für diesen Judenhass liegt in dieser Selbstverurteilung, in dieser Selbstverfluchung, die damals bei der Kreuzigung Christi vonstatten ging. Damals forderten die Juden aktiv den Tod Jesu Christi. Sie übernahmen die Verantwortung für diesen Tod, sie übernahmen die Blutschuld für diesen Tod und nicht nur sie, sondern auch die Kindeskinder. Pontius Pilatus wusch sich symbolhaft die Hände und sagte, ich habe keine Schuld an diesem Tod, an diesem Blut Christi, aber die Juden übernahmen diese Schuld. Und letztlich ist jeder Antisemitismus, jeder Judenhass die Folge dieses Fluches, der dann tatsächlich eingetreten ist. Das ist die theologische Grundursache für jeden Antisemitismus. Und dieser wird auch anhalten bis in die Zukunft hinein, bis in die Drangsalszeit hinein. Dort wird sich das noch zuspitzen, der Hass auf die Juden, bis Jesus Christus sich ihnen offenbart als Messias. Und dann wird auch die Beziehung zu dem Volk der Juden wiederhergestellt werden. Das ist die jüdische Perspektive und die Grundursache für den Antisemitismus. Heilsgeschichtlich gesehen hat die gesamte Menschheit, sowohl Juden als auch Nicht-Juden, haben Jesus Christus verworfen und den Tod Christi gefordert. Das ist die heilsgeschichtliche übergeordnete Perspektive, aber explizit die jüdische Perspektive ist, dass die Juden aktiv diese Blutschuld übernahmen und der Fluch tatsächlich eingetreten ist. Die Folge des Fluches ist der Antisemitismus, Judenhass über all die Jahrhunderte.